Ausstattung für deine Bar sollte Basisspirituosen, Liköre, Fruchtsäfte, Filler und Sirupe sowie ein paar Barwerkzeuge und Gläser enthalten. Und welche das sind? Das erfährst du jetzt. Hallo und herzlich willkommen bei Better Choices. Ich bin der Reinhold und freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und falls du neu auf diesem Kanal bist, dann abonnier diesen Kanal und drück die Glocke, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, denn es geht um Cocktails, deren Zubereitung und Geschichten und alles, was dazugehört. Sowie um die persönliche Weiterentwicklung als Mensch. Denn im Endeffekt geht es nämlich darum, ein glückliches und erfolgreiches Leben zu führen. Und was Erfolg bedeutet, das bestimmst du selbst. Zunächst möchte ich mich bei Christian Schubert für den Kommentar und die Videoidee bedanken. Vielen Dank, Christian. Du kannst wie immer die Timestamps in der Videobeschreibung nutzen, unten drunter, und zu den für dich spannenden Kapiteln switchen. Als ich noch hinter der Bar tätig war, war die Grundausstattung der Bar abhängig von der Größe der Bar und vom Gästekreis, der diese Bar besucht hat. Das heißt, eine internationale Bar hat zwangsläufig eine größere Bar-Grundausstattung als eine Bar, die nur regionale Bedeutung hat. Doch da die meisten von uns nicht über das Kapital und den Platz verfügen, können wir auch mit einer kleinen, aber feinen Grundausstattung der Bar eine Fülle an Cocktails mixen. Eines vorweg, du solltest deine Bar Getränk für Getränk bestücken und nicht gleich Unsummen dafür ausgeben. Wenn du einen Cocktail gefunden hast, der dir schmeckt und den du auch regelmäßig zubereiten und trinken möchtest, dann besorg dir einfach die Flaschen und erweitere Flasche für Flasche dein Sortiment. Das gleiche gilt natürlich auch für Barwerkzeuge. Doch jetzt lass uns mal mit den 6 Basisspirituosen, die in jede gute Hausbar gehören, anfangen. Denn auf einem von ihnen ist jedes alkoholische Bargetränk aufgebaut. Ich beginne mit dem Cognac, der, wenn er nicht aus Frankreich kommt, auch als Weinbrand, Brandy oder Pisco bekannt ist. Es ist eine Spirituose aus einem Weindestillat. Er findet zum Beispiel im Sidecar, im Horse's Neck oder im Brandy Alexander Verwendung. Ein Whisky, dazu zählen Scotch, Canadian, Irish und American Whisky. Dabei handelt es sich um ein Destillat bzw. Destillate, die ursprünglich aus Gerste und Hafer hergestellt wurden und heute ebenso Weizen, Mais und Roggen zur Herstellung verwendet werden. Wobei zum Mixen von Drinks der Bourbon und der Rye Whisky am meisten verwendet wird. Passende Cocktails sind zum Beispiel ein Old Fashioned, Manhattan oder ein Whisky Sour. Als nächstes einen Wodka, der entweder aus Getreide oder Kartoffeln hergestellt wird und im Gegensatz zu anderen Spirituosen neutral schmeckt und den man gerne für einen Black oder White Russian oder Harvey's Wallbanger verwendet, aber auch im Cosmopolitan. Ein dunkler und ein weißer Rum darf auch nicht fehlen, der aus der Melasse des Zuckerrohrs gewonnen wird, wobei es auch Rumsorten gibt, die aus frischem Zuckerrohrsaft gewonnen werden. Sie finden im Mojito, Cuba Libre, Daiquiri oder Mai Tai Verwendung. Ein Gin wiederum ist ein Getreidedestillat wie Wodka, das mit Wacholderbeeren und Gewürzen versetzt wird und die Basis für einen Gin Fizz, Negroni oder aber auch eine White Lady ist. Und zu guter Letzt noch ein Tequila. Es ist ein Destillat aus der blauen Weber-Agave,
So wird es hergestellt und für eine Margarita, einen Tequila Sunrise oder eine Paloma in Verwendung kommt. Des Weiteren solltest du Liköre zu Hause haben. Liköre sind gesüßte Spirituosen, die unter Verwendung von Zucker oder Honig hergestellt werden. Da gibt es zum Beispiel Kräuterliköre, die im Übrigen die ältesten aller Liköre sind. Es gibt Bitterliköre, Fruchtliköre, Sahneliköre und viel mehr. Wobei ein Likör am meisten in der Bar Verwendung findet. Und das ist der Orangenlikör, also ein Curaçao, beziehungsweise auch als Triple Sec bekannt. In diesem Fall ein Chantreux, der gerne in Margaritas, im Cosmopolitan oder der Mimosa Verwendung findet. Und zu guter Letzt noch die Bitters, beziehungsweise ein Bitter. Nein, das ist der falsche Bitter. Und zwar den Angostura Bitter. Er ist, könnte man sagen, der Urvater der Cocktail-Bitters. Er ist zwar nach dem Gesetz ein Bitterlikör, wird aber niemals pur getrunken. Er wurde vom Heidelberger Arzt Dr. Siegert gegen Malaria entwickelt und ist, salopp gesagt, eigentlich nichts anderes als ein Gewürz, nur für Cocktails. Wenn dir das Video bisher gefallen hat, dann drück den Like-Button und abonniere den Kanal, wenn du es nicht schon getan hast. Und jetzt kommen wir zu den alkoholfreien Getränken wie den Sirupen sowie den Zuckersirup, der mitunter wichtigste und am einfachsten herzustellende Sirup überhaupt ist. Und natürlich ein Grenadiersirup. Er wird auch sehr häufig in Rezepten verlangt. Daher würde ich behaupten, dass dieser ebenfalls zur Grundausstattung deiner Bar gehören sollte. Er findet unter anderem im Tequila Sunrise einen Planters Punch oder Zombie-Verwendung. Und auch Filler, wie du hier unten gut sehen kannst, die, wie der Name schon sagt, zum Auffüllen von Cocktails dienen. Dazu zählen unter anderem Sodas, Sodawasser für Fizzes und Mojito, Ginger Ale, haben wir da unten, für einen Horse Snack oder Shirley Temple, sowie Cola für einen Long Island Iced Tea oder Cuba Libre, aber auch Tonics, Bitter Lemon, Ginger Beer und Prosecco oder Champagner können als Filler dienen. Auch Früchte. Für frische Fruchtsäfte und Garnituren, dazu zählen vorrangig Orangen, Zitronen und Limetten. Die gehören auf jeden Fall zur Grundausstattung jeder Bar. Welche Spirituosen, Liköre, Sirupe und Filler hast du bereits zu Hause? Schreib's mir in die Kommentare, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf deine Antwort. Doch was würde man eigentlich mit all den Zutaten machen, ohne passendes Werkzeug? Darum darf in keiner guten Hausbar ein Cocktail-Shaker fehlen. Ob du nun einen Standard-Shaker, auch als Cobra-Shaker bekannt, oder einen Boston-Shaker nimmst, das spielt eigentlich keine Rolle. Wie man diesen Shaker am besten verwendet, welche Vor- und Nachteile die jeweiligen Shaker haben, kannst du dir in diesem Video ansehen. Den Link dazu findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Natürlich kannst du auch ein Marmeladeglas, ein Gurkenglas oder eine Tupperware mit Deckel als Shaker-Ersatz verwenden. Ob du natürlich damit glücklich bist längerfristig, das ist eine andere Frage. Als nächstes empfehle ich dir einen Jigger. Ein Jigger ist nichts anderes als ein Messbecher, der zum Abmessen deiner Zutaten dient. Denn ob du es glaubst oder nicht, können minimale Abweichungen bei einer Rezeptur
enorme geschmackliche Unterschiede mit sich bringen. Wenn du einen Kobler-Shaker, also den Standard-Shaker hast, kannst du natürlich auch die Verschlusskappe verwenden. Die misst nämlich genau 3 cl. Als nächstes möchte ich dir ein Rührglas ans Herz legen. Vor allem, wenn du auf Cocktails wie den Mojito, Negroni, einen Old Fashion oder dergleichen stehst. Du kannst aber selbstverständlich auch einfach nur das Glasteil des Boston Shakers als Alternative verwenden. Ich denke, schon langsam wird dir bewusst, dass so ein Shaker in einer guten Hausbar nicht fehlen darf. Und weil wir gerade von Mixing Glas gesprochen haben, darf natürlich ein Barlöffel, am besten einer mit einem sogenannten Teller, auch nicht fehlen. Klar kannst du auch einfach die Stäbchen deines letzten China-Restaurantbesuchs verwenden, aber nimm bitte frische und keine, wo noch Sojasauce drauf ist. Der Barlöffel mit dem Teller eignet sich aber auch für das Muddeln, also das Zerdrücken von Früchten oder Pflanzenresten, Pflanzenbestandteilen eigentlich. Wobei sich auch ein Muddler, also ein Stößel, doch besser bewährt hat. Denn er liegt nicht nur besser in der Hand, sondern man kann auch viel mehr Druck aufbauen, was einen Vorteil mit sich bringt. Da fällt mir gerade ein, dass ich doch auch ein Video über die Barwerkzeuge machen könnte. Was hältst du davon? Würde dir so ein Video gefallen? Falls ja, schreib mir doch einfach Werkzeug in die Kommentare. Und natürlich dürfen auch Gläser nicht fehlen, denn aus einer Teetasse schmeckt es nicht so gut und sie ist eben auch nicht geeignet für jeden Cocktail. Zur Grundausstattung gehören meines Erachtens zumindest 3 Gläser. Das erste ist der Tumbler für Caipis, Negroni, Manhattan, Old Fashion und Co. Gefolgt vom großen Bruder, dem Highball-Glas, für Gin Tonic und andere köstliche Longdrinks. Und zum Schluss noch das klassische Cocktailglas, auch als Martini-Glas oder V-Shape bekannt, das für Cosmopolitan, einen Martini, einen Sidecar oder ähnliche Cocktails geeignet ist. Falls du wissen möchtest, welches Glas zu welchem Drink passt, dann schau dir am besten dieses Video an. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Natürlich darf ein Schneidbrett und ein scharfes Messer auch nicht fehlen. Du findest im Übrigen die Liste sowie weitere für dich nützliche Links in der Beschreibung. Ich danke dir fürs Zusehen und ich hoffe, du hast ein bisschen was mitgenommen. Ich wünsche dir jedenfalls noch eine schöne Zeit und freue mich aufs nächste Mal. Bis demnächst. Ciao. Ich beginne mit dem Cognac, der, wenn er nicht aus Frankreich kommt, auch als Weinbrand, Brandy oder Pisco bekannt ist. Drück den Like-Button und abonnier den Kanal, wenn du es nicht schon getan hast. Bis demnächst. Ciao. Danke.